Die Geschichte der Endlagerung. In der Vergangenheit befasste sich Deutschland intensiv mit der Entwicklung und der Forschung an der Kernenergie. Noch heute befindet sich unser Land auf der Suche nach einem geeigneten Lagerort für hochradioaktiven Abfall. Eine Suche, die bisher kein Ende gefunden hat. Teil 3. Die Frage nach der Endlagerung. Deutschland befasst sich relativ früh auch mit der Frage, was mit den radioaktiven Abfällen geschehen soll. Die Idee, Atommüll in der Tiefsee zu entsorgen, wird schnell verworfen. Danach legt sich die Wissenschaft auf tiefengeologische Endlager als sicherste Entsorgungsmöglichkeit fest. Genauer konzentriert man sich auf Salzstöcke als mögliches Einlagerungsgestein. Stillgelegte Bergwerke scheinen die naheliegendste Lösung zu sein. Mit dem Bergwerk Asse 2 in Niedersachsen ist ein solches Bergwerk gefunden, das erst als Forschungsendlager und später als Endlager genutzt wird. Anfang der 1970er Jahre kommen das spätere Endlager Moorsleben in Sachsen-Anhalt und später die ehemalige Eisenerzgrube Konrad in Salzgitter-Blekenstedt für schwach- und mittelradioaktive Abfälle dazu. Von 1973 bis 1977 wird in einem vergleichenden Verfahren durch die Kernbrennstoffwiederaufbereitungsgesellschaft KEWA ein Standort für ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum gesucht. Die KEWA ermittelt 26 mögliche Standorte. 10 von ihnen werden näher begutachtet. Die KEWA schlägt dem Bundesforschungsministerium schließlich vor, 4 als günstig eingeschätzte Salzstöcke näher zu untersuchen. Das spätere Endlager Gorleben ist nicht unter ihnen. Dennoch wird Gorleben auf Vorschlag des Landes Niedersachsen als Standort für ein nukleares Entsorgungszentrum einschließlich eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle festgelegt. Gorleben ist an 3 Seiten von der DDR umgeben und liegt in der am dünnsten besiedelten Region der damaligen Bundesrepublik. Sollte der als gering eingeschätzte Widerstand an diesem Standort den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben haben, so wird diese Erwartung enttäuscht. Nach jahrzehntelangem Widerstand endet die Erkundung des Salzstocks Gorleben mit dem ersten Standortauswahlgesetz 2013. Von den 4 Endlagerprojekten in Deutschland wird nur der im Jahr 2007 endgültig genehmigte Ausbau des Endlagers Konrad weiterverfolgt. Die Asse als Endlagerprojekt ist gescheitert. Seit 2013 ist der gesetzliche Auftrag die Räumung der Grube und die Unterbringung der Abfälle in einem anderen Endlager. Das Endlager Moorsleben befindet sich in der Stilllegung. Die bereits dort gelagerten Abfälle sollen unter Tage verbleiben. Die Sicherung und Versiegelung ist aufwendig und wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. 1999 bemüht sich der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin um einen Neuanfang in der Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle. Er beruft ein Expertengremium, den Arbeitskreis Endlagerung, der 2002 seinen Abschlussbericht vorlegte. Die Beteiligten plädierten dort für einen neuen Auswahlprozess, bei dem von Anfang an Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligt werden sollen. Im Standortauswahlgesetz von 2017 wird dieser Ansatz zur Rechtslage gemacht und bildet die Grundlage für die weitere Suche nach einem geeigneten Umgang mit den radioaktiven Abfällen. Die Geschichte der Endlagerung ist also noch nicht zu Ende geschrieben und wird uns und weitere Generationen noch lange Zeit beschäftigen.